Und wir sind wieder im Zillertal. Nach langer Zeit hat es uns mal wieder ins Zillertal gezogen. Ihr wisst ja, die letzten Wochen sind wir hier viel mit den Musikanten mal wieder unterwegs gewesen. Wenn, dann muss man sich dann schon mal ein bisschen wieder die Zeit nehmen. Und ganz spontan hat heute auch Zeit gefunden der Georg Spitaler von den Fetzigen. Grüße dich. Frank, servus. Schön, dass du da bist und schön, dass du die Zeit gefunden hast, uns im Zillertal zu besuchen. Ja, und vor allen Dingen, wie gesagt, dass du spontan Zeit findest, noch so kurz vorm Auftritt, denn ihr spielt heute Abend im Brückenstadel, der legendäre Brückenstadel in Meierhofen. Da geht im Sommer über, glaub ich, am meisten. Da sind jede Woche unzählige Gruppen aus dem Zillertal zu Gast. Ja, ganz genau. Also wenn man so will, der Brückenstadel ist der Platz, wo wir, die Fetzigen aus dem Zillertal, wir haben ja dieses Jahr unser 15-jähriges Bühnenjubiläum. Und ich glaube, wenn man so will, ist der Brückenstadel der Platz, wo wir eigentlich auch musikalisch erwachsen geworden sind. Seit 2011 spielen wir immer in der Hauptsaison, immer die Freitage im Brückenstadel. Und es ist, wie du richtig sagst, ein Szenelokal der Zillertaler Musik. Und da kommen viele Fans und Freunde aus nah und fern, eigentlich aus dem kompletten deutschsprachigen Raum, um so die Musikgruppen ein bisschen zu lauschen. Und uns freut es irgendwo persönlich schon und es ist uns auch eine Ehre, dass wir schon seit so vielen Jahren auch mit dabei sind und auch das irgendwo auch mitbringen. Ja. Und die Fetzigen, ihr seid zu dritt unterwegs als Trio und macht wirklich fetzige Musik, deswegen da der Name auch her. Nach 15 Jahren, was ist noch das Besondere, was macht noch Spaß dran? Ich glaube, wir haben einen Beruf als Musiker, den man wirklich nur machen kann, wenn man 100% dahinter steht und wenn man wirklich Spaß hat. Und ich glaube, wir haben für uns einfach, wir werden irgendwie jetzt mittlerweile vom Publikum auch mehr oder weniger getragen, sage ich. Wir haben in den letzten Jahren sehr viele tolle Erfolge feiern können, haben sogar goldene Schallplatte bekommen in Österreich. Dann sind viele Lieder, sind wir, ja, bei großen TV-Ereignissen sind wir mittlerweile Stammgäste. Und auch der Publikumszuzug hat sich mittlerweile einfach ganz anders verändert. Es freut uns, dass wir wirklich eine Fanbasis aufbauen konnten. Und wir sind auch unendlich dankbar, dass wir das irgendwo auch geschafft haben. Und umso mehr macht es uns jetzt noch Spaß, dass das irgendwie alles so läuft. Wunderbar. Und ich habe vorhin gehört, ihr seid wirklich sehr viel unterwegs, um die 200 Auftritte im Jahr. Das heißt, da ist man eigentlich kaum daheim, oder? Wie geht es mit der Familie einher? Naja, schon. Als Musiker ist das immer so eine Fangfrage, Frank. Aber es ist natürlich nicht so einfach. Also wir haben schon einen, ich sag, das ist ja nicht ein Beruf, sondern eigentlich ist ja mehr eine Berufung. Und wir sind sehr, sehr viel unterwegs, sind auch sehr viel zeitintensive Auftritte, wo man einfach viel mit dem Auto fährt. Von dem her ist ja der Freitag im Brückenstadel für uns ja immer, wenn man so will. Ja, also das macht halt dann mehr Spaß, wenn man das vor der Haustür vorfindet. Ja. Und ja, es ist nicht immer einfach, aber bis jetzt ist es immer gut, haben wir es immer können gut vereinbaren, ja. Und dann habt ihr natürlich auch noch, ich weiß es, die Landwirtschaft, die ihr auch noch pflegt am Hof. Das ist dann so der Ausgleich irgendwie dazu, oder? Ja, ganz genau. Also wie oft, dass mir mittlerweile Leute fragen, warum wir das überhaupt noch machen. Also ich bin da schon der Meinung, dass uns das irgendwie auch hilft. Also ich sehe das auch nicht als Belastung. Also mir fragen oft die Leute, ob man das einfach nicht, ja, zu schwer wird dann oft die Arbeit am Feld oder so. Wir sind ja noch echte Bergbauern, wir müssen ja noch viel mit dem Motor mehr mähen. Also das ist noch richtig Handarbeit. Aber ich sage halt immer, andere gehen ins Fitnessstudio und wir machen halt die Heuarbeit. Ja, sehr, sehr gut. So ist es dann auch wieder gut. Ne? Und die Musik, jetzt, du sagst 15 Jahre, wie viele Tonträger sind in der Zeit erschienen? Ja, sehr viele. Also ganz genau weiß ich es jetzt gar nicht. Bin jetzt ganz ehrlich, ich müsste jetzt da ganz schnell das alles zusammenrechnen mit den ganzen Samplern und Auskopplungen, was da gemacht wurden. Aber es sind schon sehr viele Lieder. Also ja, also ich glaube, mehr wie 10 CDs müssten es schon sein, ja. Also zum Jubiläum, da wird es jetzt bestimmt eine gegeben haben schon, oder? Also es kommt im September eine tolle Jubiläumsproduktion, auf der freuen wir uns ganz besonders. Da werden also die besten Titel von 15 Jahren, dann 5 neue Titel, werden da mit am Start sein. Und es wird ein tolles Produkt, glaube ich, das, was man ganz schön herzeigen kann, also auch so rückblickend. Also da freue ich mich ganz besonders, wenn das dann veröffentlicht wird. Ja. Wie ist der Titel von der CD? Den habt ihr schon, oder? Also der Titel wird jetzt höchstwahrscheinlich Danke, Freunde, für die Zeit sein, wo wir uns bei allen Fans, die was uns immer unterstützt haben über die letzten Jahre, dass wir uns bei denen eigentlich schon die Dankbarkeit da zeigen. Das ist wichtig. Also dann gibt es natürlich für die nächsten 15 Jahre noch viel zu erleben, denke ich mal. Also da strebt er natürlich schon die 30 Jahre auch an, oder?
Es ist vieles geplant. Wir haben dürfen so viele schöne Dinge schon erleben mit unserer Musik. Wir haben große Deutschland-Tourneen gemacht, sei es immer wieder Sonntagstour, dann diese ganzen TV-Sendungen, die Schlagerspaß, immer wieder Sonntags, dann auch in Österreich, beim Wenn im Musikspiel Open Air. Dann die größten Open Airs, was Volksmusik und Schlager betrifft, haben wir dürfen erleben. Und wir hoffen, dass das einfach so weitergeht. Wir werden weiterhin fleißig Musik machen. Wir versuchen auch wirklich immer Musik zu machen, die ja für die Leute sind. Und ja, wir haben vieles vor und wir freuen uns. Ja. Jetzt darfst du noch ganz kurz deine Kollegen zumindest mal namentlich benennen. Nachher, denke ich mal, werden wir noch ein bisschen euch musikalisch vielleicht noch verfolgen sozusagen. Wer spielt was, wer steht wo auf der Bühne? Ja, die Fetzinger aus dem Zillertal, 15 Jahre, von Anfang an mit dabei. Daniel Gruber, er spielt, also wir haben ja ein sehr vielseitiges Programm. Daniel spielt sehr, sehr viele Instrumente, ist auch der Mann im Studio bei uns. Macht da mittlerweile sehr viele erfolgreiche Studioproduktionen neben dem Fetzigen. Also unter anderem hat jetzt Heino, dann Kasselrutter Spatzen, Ursprungburm, Zeltbergburm und viele mehr. Und er spielt bei uns jetzt die Geige. Eigentlich ist das Aushängeschild von uns auch für die Fetzigen aus dem Zillertal. Dann natürlich Gitarre, E-Bass, E-Gitarre und singt natürlich die zweite Stimme. Dann der Michael ist mein jüngerer Bruder. Der ist zuständig für die tiefen Töne und für den Rhythmus und für den Drive und Groove. Ist ja ganz, ganz wichtig in unserer Musik. Und er spielt den E-Bass und die rhythmische Gitarre und singt die dritte Stimme vor allem. Und ich selber spiele steirische Harmonika, spiele Gitarre und singe die Hauptstimme und führe eigentlich so durchs Programm und mache die Moderationen. Ja. Ja, gut, sehr schön. Also alles gut aufgeteilt und wie gesagt, so kann man weiterhin die nächsten Jahre entgegensehen. Ich sage recht herzlichen Dank, dass du kurz Zeit gefunden hast. Vor allen Dingen grüße auch deine Zellberg-Burm sozusagen, deinen Vater und deine Onkels. Ja. Wie geht's denen so ganz nebenbei nochmal? Ja, den Zellberg-Burm geht's immer noch gut, sind immer noch sehr aktiv im Geschäft, auch nach so vielen Jahren noch. Also sind ja mittlerweile, sage ich immer, Legenden der Volksmusik, haben mittlerweile einen Kultstatus auch in Österreich, Deutschland und der Schweiz. Und ja, also wir haben sie selber, also machen auch immer wieder selber gerne mit ihnen Projekte zusammen, sei es die Weihnachtstournee oder sei es wirklich bei großen Festivals, wo wir wirklich miteinander den Abend gestalten. Und es macht unglaublich Spaß, mit ihnen zu spielen. Und man sieht eigentlich, dass sie immer noch diese Freude an der Bühne, also an der Musik nie verloren haben. Und das ist schon was Schönes. Und ich hoffe, dass wir das dann, wenn wir dann selber über 40 Jahre auf der Bühne stehen, abbehaupten können. Sehr gut. Und dann eines noch, das haben wir jetzt fast vergessen, Social Media und so weiter, Internet, wo seid ihr da zu finden? Ja, wir sind Facebook, Instagram, YouTube und alle Infos auf unserer Homepage www.diefetzigen.at. Alles klar, in diesem Sinne jetzt nochmal herzlichen Dank und schöne Grüße ins ans Zillertal. Wir sehen uns. Autobahn auf irgendwo, auf etwas Sound im Radio, die Freiheit im Visier und am Mädel neben mir. Sonne im Gesicht, Wind im Horn, ein kleiner Wasserstrom. Die Zuschauer von YouTube haben jetzt die Möglichkeit, entweder eines der empfohlenen Videos anzuschauen oder gar unseren YouTube-Kanal zu abonnieren. Ich wünsche gute Unterhaltung.